Moin Leute, was geht euch hier? Und zwar ein neues Video für euch. In diesem Video möchte ich euch direkt mal zwei Produkte vorstellen, weil ich das eine hier nicht unbedingt in einem Video vorstellen wollte. Wo ich zumindest mit der Qualität des letzten Videos nicht so wirklich zufrieden war, weil ich dann auch ein bisschen erkältet war und das hat sich jetzt nicht so gut angehört. Deswegen mache ich das Video einfach nochmal neu und stelle dieses Plugin hier einfach mit dabei vor. Das kann man nämlich ziemlich gut nebenbei noch vorstellen. Aber hauptsächlich geht es heute um das Bilderwerfer-Plugin und halt auch um das Skin-Changer-Plugin. Wir fangen erst mit dem Bilderwerfer-Plugin an, das ist heute rausgekommen. Dieses Plugin ist erwerbbar für 4,99 € bei uns im Shop. Die Features davon sind wie folgt, und zwar habt ihr eine Inventarsortierung, dieses Plugin schützt PvP-Zonen etc. automatisch. Wir haben eine einfache Einrichtung, wir haben Statistiken und wir haben Effektblöcke. Die Einrichtung ist auch ziemlich einfach, wir laden das Plugin hoch und starten den Server neu. Anschließend haben wir noch ein paar Screenshots von Ingame, das ist die Inventarsortierung, das hier ist, ja, wo man halt nach unten gesprungen ist und man die Sachen bekommt. Hier haben wir einen Effektblock. Und hier haben wir noch Nachrichten, welche vom Effektblock ja, Preise geben werden. Ebenfalls ein uns unbekanntes Produkt, und zwar den Skin Changer für 3 €. Ja, und zwar, wie gesagt, damit können wir halt Spielerskins wechseln. Wir können alle Skins nutzen, welche es gibt. Die Skin-Daten werden in einer Datenbank gespeichert. Spielern, welche offline sind, kann man ebenfalls Skins setzen. Und man hat kaum Anfrage an den Mojang-Server, der das Plugin selbst cached. Sprich, alle Skin-Daten werden halt in der Datenbank gespeichert. Und die optimalen Capes derjenigen Spieler werden halt auch direkt übernommen. Die Einrichtung ist auch einfach, wie gesagt, wir schieben das Plugin einfach in den Plugins-Ordner, starten Server neu, tragen die MySQL-Daten ein und fertig. Hier haben wir die Permissions, welche wir brauchen, und hier haben wir noch 2 Screenshots vom Ingame-Teil, einmal von der Config und einmal von dem Skin, welcher zum Beispiel gechanged wurde. Und zwar können wir auch mit diesem Plugin, ganz wichtig, jede einzelne Nachricht verändern, aber auch dazu muss ich sagen, dass dieses Plugin nicht von mir programmiert wurde, sondern von Marikana. Aber Marikana ist auch ziemlich erfahren, was es angeht, der war, soweit ich auch schon weiß, im Revi-Team, also der hat auf jeden Fall ordentlich Ahnung. Als erstes kümmern wir uns um das Bild-FA-Plugin, und zwar mit hier unserem Bild-FA. Ordner oder unsere ZIP-Datei davon. Hier haben wir den Source-Code drin und hier haben wir die Config, bzw. die JAR-Datei drin. Die kopieren wir uns einmal kurz raus. Anschließend haben wir hier den Skin-Changer, der ist genauso aufgebaut. Hier haben wir den Source-Code drin und hier die Skin-Changer.JAR. Darüber schreibe ich kurz, dann haben wir die auch hier. So, und zwar können wir uns einmal beide Plugins nehmen, die einmal hochladen und beide direkt einrichten. Wir können hier mal kurz das Server starten. Dann sollten wir natürlich auch schon direkt ziemlich viele Fehlermeldungen sehen, dass irgendwas nicht funktioniert. So, wir starten den Server. Dann sehen wir jetzt hier ganz viele Sachen. Sache vom Bilderwerfer-Plugin und einmal die vom Skin-Changer-Plugin. Die beiden Plugins müssen wir uns aber erstmal, wie gesagt, einrichten, damit die vernünftig funktionieren. Und so brauchen wir dafür die MySQL-Datenbank. In meinem Fall hier erstmal zur Bilderwerfer, die Config. Wir können jetzt hier einfach das auf True setzen. Im Host lassen wir so. Die Datenbank müssen wir verändern auf dp-chatlog. Und das Passwort lassen wir hier raus. Die MySQL-Daten kopieren wir uns einfach kurz hier raus und können uns die einfach genau in diesem Format auch in den Skin Changer packen, weil die werden nämlich, wie schon gesagt, zwischen Servern synchronisiert. Und dann können wir mal versuchen, den Server nochmal neu zu starten. Und wir schauen, ob wir jetzt irgendwie eine Fehlermeldung bekommen. Genau, aber unser Bilderwerfer-Plugin wurde vernünftig gestartet, wie man hier sieht, und unser Skin Changer-Plugin ebenfalls. Und dann sehen wir auch schon direkt, dein alter Skin wurde geladen, weil ich nämlich bereits einen Skin gecached hatte. Also den letzten Skin, den ich mir halt gesetzt hatte, der wurde mir jetzt wieder überschrieben, wie ich auch schon gesagt habe. Der letzte Skin wird halt immer übernommen vom letzten Server. Deswegen kommt auch die Message, dass ein alter Skin geladen wurde, weil ich die Daten halt nicht erklärt habe. Aber nochmal ganz kurz zurückzukommen. Dann können wir mit slash skin und dann Leertaste Name unseren Skin einfach wieder verändern. Mit slash skin reset und dann Name können wir unseren Skin resetten lassen oder von anderen Spielern auch resetten. Und mit skin set, Spygot, Plugins, Ada können wir anderen Spielern einen Skin ebenfalls setzen. Das war jetzt ein kurz und schnell Durchlauf, einfach mal eben ja, das Plugin erklärt. Ist an sich nichts Großartiges, allerdings funktioniert das, wie schon gesagt, ziemlich gut. So, und zwar können wir jetzt einfach mal kurz hier hingehen und jetzt richten wir mal das Bilderwerfer-Plugin an. Und zwar gehen wir auch mal an slash setup und dann sehen wir auch schon set spawn, set game height, set dev high und set witch. Setup, set spawn erstmal. Damit setzen wir den Spawn. Dann können wir hier direkt die Witch setzen. Das ist nämlich die Hexe, welche dann im Endeffekt unsere Inventarsortierung nochmal verwalten kann. Set witch. Dann set Game High, das heißt ab dort, wo man die Items bekommen soll. Setup, Set Game High. Und jetzt noch die Dev High setzen. Die Spieler sollen nämlich ab hier sterben. Also nicht Game, sondern Dev High. So, jetzt können wir den Server mal kurz reloaden. Und dann sollten wir eigentlich auch vernünftig joinen können. Genau, es gibt keine Fehler. Und wir sehen hier schon, dass ein Effektblock gespawnt ist. Dazu können wir mal sofort. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier drauf. Und dann sehen wir, wir haben eine Inventarsortierung in unserem Inventar und ein Scoreboard. Und ebenfalls unseren alten Skin, wie schon gesagt. Allerdings haben wir hier jetzt erstmal unsere Inventarsortierung, welche wir jetzt so sortieren können, wie wir es halt auch möchten. Ja, und ganz wichtig aber ist, das habe ich alles so schon behoben, dass halt wirklich nicht geschummelt werden kann. Also von wegen, dass man sich irgendwie Sachen rausnimmt und so, das habe ich alles gefixt gehabt.
dass das Inventar nicht gespeichert wird. Aber wir können auf jeden Fall unser Inventar jetzt hier so positionieren, wie wir wollen. Die Besonderheit dabei ist halt ebenfalls, dass das Ganze zwischen Servern synchronisiert wird. Sprich, wenn ihr auf Build FFA 1 seid, das Inventar verändert, habt ihr auf Build FFA 2 ebenfalls dasselbe Inventar, wie ihr es halt auch wirklich verändert habt. Die Witch hier macht im Endeffekt auch keinen anderen Job als die Inventarsortierung, einfach nur als kleines Add-on und als Besonderheit. Genau, an sich können wir jetzt auch schon da runterspringen. Wir sollten gleich sehen, dass wir direkt neue Items bekommen. Genau, wir springen runter und haben direkt hier neue Items bekommen. Die können wir auch nicht rausnehmen und auch nicht droppen. Sollte an sich auch klar sein. Aber jetzt kommen wir zur Besonderheit. Und zwar haben wir Effektblöcke. Wie man hier in der Konsole lesen kann, haben wir die Koordinaten. Die werden nämlich random gespawnt. Und zwar sagen TP, Spygot Plugins 2.1, 9.1 und minus 19. Die werden auch alle 2 Minuten neu gesetzt. Wenn wir jetzt hier mal draufklicken. Das ist ein bisschen Game Mode 0. Ich hoffe, wir verschwinden das nicht, weil die verschwinden nämlich alle 2 Minuten. Sehe ich hier, dass ich den Effektblock zuerst gefunden habe. Und zwar den Effektblock Speed. Jetzt haben wir für 10 Sekunden Speed 4 bekommen. Und nach einiger Zeit, also nach ein paar Sekunden, kriegen wir wieder einen neuen Effektblock oder können wir halt einen neuen Effektblock finden, welcher auf dieser Map hier irgendwo verteilt wird. Dabei ist halt wichtig, dass die Map irgendwie bei 0 und 0 liegt. Also die sollte schon ziemlich genau sein, weil die Effektblöcke nur zwischen der Position minus 50 und plus 50 gespawnt werden. Also falls ihr halt eine Map habt, muss sie wirklich in der Mitte sein. Können wir uns mal kurz interpretieren, wenn wir das Video mal sehen. Also diese Blöcke werden alle 2 Minuten, soweit ich jetzt weiß, neu gesetzt. Immer auf der Oberfläche der Map, also die werden niemals irgendwie unten sein oder sowas. Wenn wir jetzt hier nochmal draufklicken, dann sollten wir sehen, dass ich jetzt wieder einen neuen bekommen habe, und zwar wieder Speed. Das ist aber wirklich immer random, was ich bekomme, also ob ich jetzt Jump-Effekt bekomme, ob ich jetzt Stärke bekomme, das ist wirklich jetzt von Zufall abhängig. Ja, aber an sich, wie gesagt, war es eigentlich auch schon. Wir können es auch nicht irgendwie hochglitchen oder hochbuggen, wie auch immer. Das Ganze ist nämlich alles mit der Game High und Dev High und sowas protected. Dementsprechend könnt ihr euch auch nicht hochbauen oder sowas und irgendwelche Spiele abfacken. Das war mir nämlich auch da ziemlich wichtig. Okay, jetzt haben wir keinen Block, wie man sieht, und jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Dann wird uns das Inventar einfach wieder resettet. Ja, aber an sich war es eigentlich, denke ich mal. Wie gesagt, das Skin Changer Plugin und das Build FFA Plugin findet ihr beides in der Videobeschreibung. Und somit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Bis dann, noch einen wunderschönen Tag und tschüssi.